Hallo, ihr Radsportfans, und herzlich willkommen zurück zu unserer Pro-Cycling-Karriere mit Eddy Merckx. Der Giro Adriatico läuft gerade. Da gehen wir auch gleich rein in die nächste Etappe. Es steht jetzt noch eine Flachetappe an. Da kommen zwei Hügeletappen, dann eine Bergetappe und dann am Ende nochmal eine Flachetappe. Ich muss erstmal gucken, wie viel Rennen ich euch jetzt in dieser Folge präsentiere. Also die hier, die werde ich wieder verkürzt natürlich machen, die Flachetappe. Bei der Hügeletappe müssen wir sehen, die geht über 200 Kilometer und naja, da weiß ich nicht, ob ich die so richtig verkürzen kann. Und was wir hier in dem Flachrennen machen müssen, sehen wir ja gleich. Ladies and gentlemen, hello and welcome. Today's terrain is fairly level, so it's ideal ground for those who are good on the flat. Ja, und damit herzlich willkommen zur dritten Etappe Giro Adriatico. Ich werde bestimmt Arbeit machen müssen, ne? Ja, so ist es auch. Lalalala. Dann können wir auch gleich weitermachen. Wuseln wir uns mal nach vorne. Tja, ich hoffe mal, dass das dann auf den nächsten beiden Hügeletappen nicht auch so ist. Gucken wir mal, was so mit 37 geht. Der Marquis ist unterwegs. Da geht der nächste. Van Avermaet. Attack by Greg Van Avermaet. Oh ja, den sagt er sogar an. Boah, dann übernehmen die anderen Teams erstmal. So, da haben wir ihn wieder. Lass mich mal da vorne. Ich muss hier schwer ackern. Boah, Seppen, ist mal wieder jemand. Was? There's now more than a minute between the breakaway and the pack. Ich kann a couple schon of teams denken, have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Das ist nicht euer Ernst, ne? Also ihr nehmt mir die Führung weg und wenn es dann mal ein bisschen nach oben geht, habt ihr keinen Bock mehr, oder was? Und bei euch nicht wirklich. Ich hatte eben so das Gefühl, die wollen nochmal hinterherführen, um dann nochmal einen hinterher zu schicken. Jetzt geht es ja aber weiter mit der Arbeit. Tja, jetzt braucht auch keiner mehr hinterher. Jetzt ist es schon über 3 Minuten weg. Dann machen wir mal schon mal auf 40. Schon fast 4 Minuten. Nehmen wir lieber schon mal 45, weil die Etappe ist nicht ganz so lang. Jetzt schon unter 150 Kilometer. Nehmen wir mal 4,5 Minuten und machen wir lieber mal schon mal auf 50. Haben auch erst 50%. Da geht er jetzt auf jeden Fall nur noch langsam nach oben bei 50. Geschke hat den Platten. 75% haben wir voll. Dort kommt die einzig der einzig gewertete Hügel. So 100%. Ein bisschen Gurken hier. Jetzt greifen sie da in der Gruppe an. There's an attack in the leading group. Some riders were not giving it their all in sharing the pace. Hier sind noch 2, nee. Doch 2,2 Kilometer noch. Vielleicht kann ich da ja durchfahren. Nö. Na, den habe ich aber auch keinen Lust mehr hier. Won't be disappointed. Ich hätte jetzt ja noch geführt. Wenn ich die Bergwertung gekriegt hätte. Ah, das ist eine flache Etappe. Komm, Eddie. Ein bisschen kannst du noch zurück. Ja, dann würde ich sagen, mache ich euch hier einen Cut und am Ende nehme ich euch da wieder mit rein. Ja, und auf dieser Abfahrt hier zum Sprint hin nehme ich euch wieder mit. Es gab so diverse Massenstürze. Das Feld ist auch ständig auseinandergerissen. Auch unser gesamtes Team war mal zwischendurch weg. Und da schreiben die immer, ich soll mich zurückfallen lassen. Ich bin der Einzige, der hier noch einigermaßen gelb hat. Dann lasse ich mich doch nicht zurückfallen. Guck mal, die haben ja alle fast gar nichts mehr. Boah, jetzt kommt der Sprint. Und man sitzt auch am gelben Balken. Es sind ja jetzt nicht großartig Schwierigkeiten hier. Was war das jetzt?
Und trotzdem der gelbe Balken weg bei mir. Jetzt mal zu Ende bringen, was ich erzählen wollte. Und daran sieht man schon, wie schnell das Tempo war. Ich denke mal, die wollten nach dem Massenstürzen, sah zumindest so aus, immer die, die da hinten rausgefallen sind, aus dem Feld abhängen. Jetzt sagt er ja schon wieder, dass es irgendwie gleich reißt wahrscheinlich, ne? So, wir sind hier im Stand noch ein bisschen zu setzen. Wir sind nur 20 km von der Finish, so Dinge sollten zu einem Mass-Sprint für die Linie kommen. Kemner ist gefallen. Jetzt Kemner wieder gestürzt. Also hier gab es wirklich richtig viele Stürze. Als unser Viviani gestürzt ist, der ist aber im Feld geblieben, also der ist dann nicht zurückgefallen. Der ist gestürzt mit einem Teamkameraden von uns. 15 km remaining. Achso, Pause gemacht. Und letztendlich ist dann kurz danach nächster Massensturz, ein paar Sekunden später wieder Massensturz, ein paar Sekunden später noch ein Massensturz. Und dann ist dieses, was ich erzählt hatte, ist das Feld ein paar Mal auseinandergerissen. Lalala, finde ich hier mal schnell irgendeinen Sprinter. Nicht so wirklich. 10 Kilometer to the finish line. Sein. Obwohl, sie fahren hier für. Hier ist doch der Lee. Haben wir noch einen gefunden hier. While the pack is getting close to the finish line, everybody seems to agree that the stage will be won in a sprint. Aus dem Moment. Er ist ja schon direkt hinter uns relativ dünn. Und unser ganzes Team ist nicht zu sehen. Deswegen sind die auch vorhin alle aus dem Feld, weil sie immer irgendwo hinten rum eiern, statt sich mal vorne zu platzieren. Und naja, mit diesem mal gucken, wie weit die uns mit nach vorne ziehen können. Jetzt machen sie mir hier alle die Tür zu. Ja, geht auf jeden Fall. Top 20, denke ich mal. Man, it's a superb sprint win for Van der Poel. Schönes Ding für Mathieu. Oh, sind wir hier als 15. reingekommen. Da kommt erst unser Sprinter Viviani. Naja, das kann ich natürlich nicht machen, ey. Wenn der da hinten rumfährt und dann reißt das Feld auseinander, dann lasse ich mich doch nicht eine Gruppe weiter nach hinten fallen. Oh, ja, nochmal das Replay. Grüne Trikot ist hier nicht durchgekommen. Van der Poel ist, glaube ich, hier am Rand, ne? Ja. Der kann halt auch was, weil er in der Ebene so geil ist. Obwohl er im Sprinten nicht so einen hohen Wert hat, habe ich jetzt erst letztens in der Erik Zabel-Karriere gesehen. Tja, mal zu den Ergebnissen. Jetzt kommt eigentlich eine Etappe für uns. Ich bin mal gespannt, was der Manager mit uns vorhat. Oh Mist, wir hätten noch ein bisschen länger führen müssen. Haben wir nur ausgezeichnet bekommen. Und ja, ich denke mal, jetzt nach dem nächsten Rennen müssten wir eigentlich die Stufe durchschlagen. Dann sind wir zumindest mal schon mal auf 11, dann müssen wir nur noch auf 12. Ja, dass Eddie nur 67 Rennen in der ersten Saison hat, das ist ganz schlecht für uns. So, jetzt müssen wir zum Schluss dann 3 Runden fahren und er sieht auch relativ steil aus. So, bei so einer Etappe ist Eddie Merckx natürlich auch gleich mal 2. Favorit. Guck mal, drück mir mal die Daumen, dass ich Kapitän werde. Ladies and gentlemen, welcome. The route is fairly hilly, so there should be plenty of action. Ja, und damit herzlich willkommen zur 4. Etappe Giro Adriatico und die erste Hügeletappe. Oh, ja, plus 3 und dürfen das ganze Team steuern und das mache ich halt nicht. Also ich könnte jetzt auch ausreißen, würde ich dann Punkte für bekommen. Aber zum einen ist die Frage, ob sie einen Hügelfahrer, der 81 hat, bei der Etappe überhaupt weglassen. Und zum anderen, ne, wenn wir uns dann hinterher einfangen, kann ich auf jeden Fall nicht Dritter werden. Und Dritter sollen wir ja auch werden und das, denke ich mal, gibt deutlich mehr Punkte.
Und mit einer plus 3 Form sieht das auch schon ziemlich gut aus. So, wir sind auch schon hier vorne. Oh Mann, ey. Da ist sogar einer aufgedeckt. Und noch einer. Viviani nicht. Covilli ist verletzt. Tibieri ist, glaube ich, noch ganz gut. Also sind quasi, zumindest von denen, die wir es wissen, sind das die beiden Besten. Der ist ziemlich schlecht. Ja, Covilli ist auch eigentlich richtig gut. Tja, und dann haben wir noch den. Von dem wissen wir nichts. Genummerten, der, wie gesagt, ist nicht unbedingt ein Anhalt, aber kann mal sein. Hm. Da der schon bei mir ist, komm, dann nehme ich mir den. Der ja war ein besser. 74 am Mittelgebirge, 73 am Hügel. Ja, die nehmen sich eigentlich beide nicht so viel. Der hat allerdings plus 3 Form. Ja, Lonardi, dann wo warst du noch? Beletta? Und ein Link gelöst. Nochmal gleich mit einem, naja, das ist schon fast ein Berg hier. Kategorie 3 hoch. Eddie sitzt hier eigentlich erstmal gar nicht so schlecht. Dann gehen wir mal in die Action. Das ist eigentlich das Berg. He's launching an attack. There's not much hope in it succeeding, but at least his family gets to see him on TV. Breakaway at the front. Oh, dann nochmal 3 hinterher. Das Feld aber immer noch ziemlich entspannt. Oder? Naja, jetzt geht er in den gelben Bereich rein, der Puls. Ey, Gustl ist hier! Die alte Gustl! Alter, der geilsten Helfer, den Erik Zabel in seiner dritten Saison hatte. Okay, E3 wird auf jeden Fall gejagt. Das steht schon mal fest. There's more than a minute on the clock. The brake seems to be working. Und some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Ah, da geht aber noch mal einer. Dunbar. Und Chevalier haben wir ja auch noch. Aber das mag das Feld nicht. Da gehen sie sogar richtig aus dem Sattel. Warte mal. Alter, nein. Was? Nein. Tibieri ist hier vorne und warte mal. Hä? Alter, ihr müsst unbedingt aufhören hier. Things are heating up in front. Power, Alter, nein. Was fällt euch an? Könnt ihr hier einfach Power fahren? So, wo ist. Oh, der ist gleich ganz weit zurückgefallen. Ja, da fährt auch schon Covidi nach vorne. Nein. Tisch. Du machst hier gar nichts. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Fortunato goes on to the attack. Boah, jetzt geht doch nochmal Attacken ab hier, wo es ein bisschen steiler geworden ist. Ja, Tibieri gefällt mir da immer noch nicht. Komm nochmal einen Tick zurück hier. Das ist doch viel schöner hier. So, müssen wir nur noch Beletta nach vorne holen. Können wir ja mal zappen. So, dann geht's gleich in die Abfahrt. Den noch mal ein bisschen nach vorne hier. Alter, 99. Nein. Ich wollte gerade sagen, warum geht sein Beschützer direkt aus dem Sattel? Ja, ich würde euch sagen, dass es eine lange Etappe ist. Cutte ich euch das jetzt hier trotzdem raus. Und da hier dann die Hügel zum Ziel hin losgehen, nehme ich euch hier kurz vor diesem Sprint hier. Da nehme ich euch dann wieder mit rein. Ja, und bei 4 Kilometern bis zu diesem Sprint nehme ich euch wieder mit. Jetzt kommt dann danach dem Sprint erstmal so ein kleiner Vorhügel und dann müssen wir dreimal diesen richtig steilen Hügel fahren. So this is the last third of the race. Anyone who is gunning for victory has got to make a move fairly soon. Also rein von der Theorie, von seinen Qualitäten, die er im Moment hat, genau was für Eddie, vor allem mit der guten Form. They really are moving. The pack can't get strung out too far or it's going to start breaking up.
denke mal, arbeiten oder so, müssen wir unsere Leute nicht lassen. Das wären ja wohl die World Tour Teams hier easy peasy alleine klar machen. Ja, vom Verlust des grünen Balkens ist der schlechter wie er hier eigentlich. Aber naja, es hängt auch immer ein bisschen mit Fitness zusammen und er ist halt auch einmal gestürzt und musste sich dann, ne, von hinten vom Feld wieder nach vorne kämpfen. Tja, man sieht hier auch ganz genau die Leute, die als letztes Wasser bekommen, also die hier vorne, die haben eher Wasser bekommen, die haben schon ein bisschen weniger. Weiß nicht, ob das bei 60 Kilometer noch reicht. Vielleicht doch mal lieber den hier losschicken. Sicher ist sicher. Das müsste dann doch eigentlich auf der Abfahrt schaffen. Das erste Mal Wasser holen habe ich tatsächlich Viviani genommen. Kommt ja noch eine Hügeletappe und noch eine Bergetappe und dann kommt erst wieder eine Etappe mit der letzten für ihn, die flache. Naja, der muss hier schon ganz schön keulen. Ich glaube, ich wechsle jetzt schon mal auf Covili. The pack is slowly whittling away the lead. Tisch. Tja, und haben wir auch schon wieder alle Wasser. 1,40 noch nach vorne. Mal setten bis zum Hügel. Mit Eddie schon wieder ein bisschen weit zurückgefallen. Da, gleich geht's rein, das erste Mal. Guck mal, es fällt direkt auseinander, reißt schon beim ersten Mal. Ich fahre lieber einen Punkt hoch. Das ist mir irgendwie lieber. Aber ich glaube, 85 brauchen wir. Ja, danke, dreckiger Movistar-Fahrer. Also mit 84 hält er genau mit. Ist jetzt nochmal ein bisschen steiler. Da bricht einer von den Emiraten zusammen. Das ist auch immer ein bisschen safer, so mit Punkt hier vorne zu fahren. Falls das Feld auseinanderreißt. So, jetzt können wir aber wieder behalten machen. So, die da, bin mal gespannt, ey. Aber viele Kurven. Aber hier ist nochmal so ein dicker Block. Ja, gut, sind halt viele World Tour Teams drin, ne? Dann reißt es nicht ganz so schnell auseinander, aber ich denke mal beim zweiten Mal. Okay, das weiß ich jetzt schon. Beim zweiten Mal wird es dann richtig reißen. Willi hält noch gut mit. Ja, und nach uns ist ja Belletta eigentlich mit am besten drauf. Ja, okay, nimmt sich mit Tiberi jetzt nicht so viel. Nur knapp unter eine Minute der Abstand. The pack's deficit is being cut back. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. So, andere da aufpassen. Alter, ey, Movistar? Pisst euch fair, ey. Jetzt kommt es mir so vor, als wenn mich mein eigener Covili hier die ganze Zeit blockt. Boah, gleich nur noch 30 Sekunden nach ganz vorne. Ja,
und auch nach der Etappe werde ich leider keine ausgezeichnete Frische kriegen. Kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl ich die ganze Zeit diesmal Beschützer hatte. The little promenade is over. The group has been overhauled. Die haben wir wieder. Jetzt wieder rennen in den Hügel. The pace has slowed somewhat. It's perhaps due to fatigue, but I'd bet on some sort of tactical choice. Also slowed würde ich jetzt nicht sagen. Ich bin jetzt ungefähr an derselben Position, wo ich mich mit 84 gefahren. Jetzt fahre ich schon 85. Wenn er aus dem Sattel muss, dann macht er nicht mehr lange. Führt mir vorne Gunner. Boah, jetzt sind wir wieder oben angekommen. Erstmal wieder Runi. Gignettes was caught in a fall. Gala? Haust du ab? Ist das Hirschi oder was? Ach nee, das ist ja. Das ist ja das dänische Trikot. Vingegaard. The pace is really hot, so for the moment we shouldn't see too many attacks. Und da ist Pogacar, der ist natürlich hart. Oh, 82 am Berg, 82 am Mittelgebirge, 82 am Hügel und 82 Regeneration. Schöne Werte. There are just 15 kilometers left. So, letzten 15, jetzt geht's wieder in die Abfahrt rein. Nicht aus dem Sattel gehen, Eddie, nicht aus dem Sattel gehen. Oh, er geht immer wieder aus dem Sattel. Passiert was oder Kraft einer. Van Denabel is fallen. The riders are entering the last 5 kilometers of the stage. Jetzt geht's wieder in den Hügel rein. Jawohl, dann greifen wir mal an. None of the favorites is giving an inch. Füllt ihr mit? Ja, greift noch welche an. Na, der Hater und der Fantepool. Der Fantepool ist natürlich übel. Ah, du Drecksack, Alter. Was für ein Drecksack, ey. Wie der mich geblockt hat. Da kommen schon die anderen. Kann ich in den vierten machen? And it's a superb sprint win for Van der Poel. The race is run, but the poor souls bringing up the rear continue to cross the line. It's a bit of a knock for the morale. Ah. Wer weiß, wenn mir der eine da nicht noch einen Schlag mitgegeben hätte, was dann passiert wäre. Vielleicht wäre es da besser gelaufen. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Nee. Du kannst den Rest alleine fahren. Tja, das hat leider nicht geklappt. Aber okay, ich meine, ne, mit unserem Eddie, ne, vor uns ist Vanderpool, Hater und Pogacar, ne, also, wir haben hier, ne, Rodriguez geschlagen, Vingegaard geschlagen, Wellens geschlagen, noch ein Rodriguez geschlagen, Ayuso geschlagen, Georg Sagehart, also, da können wir schon als Eddie mit zufrieden sein. Und eben, naja, vielleicht hätten wir ein bisschen mehr Power am Ende gehabt, wenn wir ausgezeichnete Frische gehabt hätten. Boah, jetzt noch Eddie zu sehen, dann machen wir Ergebnisse. Leider haben wir unseren Platz um einen verpasst. Vielleicht haut der Manager trotzdem ein paar Punkte raus. Wunder ist allgemein. Immer noch ziemlich weit hinten, obwohl wir 53 Plätze gut gemacht haben. Und eben nicht mehr 3 Minuten, sondern 2,20 jetzt noch der Abstand. Aber wir können, da ist Pogacar. Spätestens bei der Bergetappe können wir mit dem nicht mehr mithalten. Und da wird auch Vingegaard hier uns abziehen und naja. So, und Manager? Ey! Weil wir das auch noch nicht hatten, aber hier erstmal nochmal 70 Punkte erstmal vorab eingesackt. Und jetzt kommt erst, was der Manager rausknallt. Top 5 Platzierung und Top 10. Also hier von diesen extra Bonussen, da kriegen wir noch so einige. Das Geile ist, jetzt mal um auf Bernard Hinault zu kommen, der kriegt das auch alles noch, ne? Weil er die noch gar nicht gefahren ist. Kann sein, dass er irgendwie bei seinem ersten Rennen da gleich unheimlich viele Punkte kriegt.
Ja, der knallt halt nur 3 Punkte raus, aber wir haben zumindest die nächste Stufe erreicht. Dann dürfen wir uns wieder verbessern. Du hast nämlich jetzt neue Fähigkeiten. Ist natürlich krass, ne? Unter Umständen fahren wir vielleicht noch eine größere Tour, also wäre das gar nicht so schlecht. Aber ich glaube, ich gönne mir doch hier wieder noch das Training. Ja, wir machen erstmal das Training voll. So, jetzt müssen wir das auf jeden Fall erstmal wieder neu einstellen, bis zu unserem Formhöhepunkt. Roundabout 14.5. So, die läuft gerade. Da ist dann Erholung. Das ist nochmal voll mit Kopfstein. So, hier können wir noch einen mehr geben. Tisch. Da können wir jetzt wieder einen mehr geben. Da geht noch einer. Jetzt kommen, glaube ich, die, wo man nur noch einen reinsetzen darf, ne? Ja. Und da ist dann schon die Erholungsphase. Also Training wieder eingestellt. Naja, wir hatten jetzt 2 verkürzte Etappen. Dann nehmen wir hier natürlich die nächste Hügeletappe noch mit rein in der Folge. Ja, die ist zumindest so vom Ende her, müsste sie eigentlich ein bisschen leichter sein. Sie ist auch deutlich kürzer. Eddie wieder 2. Favorit und Pogacar ist wieder Top-Favorit. Drückt mir mal die Daumen, dass ich eine gute Form bekomme und dass wir hier dann vielleicht nochmal einen Sieg einfahren können. Hello to one and all. It's an undulating route, so it will be a tactical race. Ja, und damit herzlich willkommen zur 2. Hügeletappe hier beim Giro Adriatico. Oh, ich soll ausreißen. Und wahrscheinlich kriege ich deswegen keinen Beschützer. Ich will aber eigentlich gar nicht ausreißen. Ich will eher versuchen, die Etappe zu gewinnen. Würde ich mal sagen, kämpfen wir uns hier alleine durch. Ja, können wir starten. Nur nichts einstellen brauchen. Eddie, bleib stehen hier. Nicht zu weit nach vorne. Ja, geht erstmal gemächlich los. Da kommen die Angriffe. Wenn übernimmt denn jemand die Führung? Da greift auch einer von uns an. Tiberi sogar. Oder einer von unseren richtig guten. Und da greift noch Belletta oder was? Also unsere beiden eigentlich besten Fahrer sind im Angriff. Let this soon goes on to the attack. Mir passt das hier mit Eddies Position nicht. Kannst du nicht mal hinter einem rosa Trikot bleiben? So, dann mal rein in die Action. Weil hier vorne ist von uns keiner. Da doch, da ist die Viri gerade rangefahren. Some team managers must appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Aber wenn wir uns mal die Action-Cam angucken. Da ist richtig Druck hinter. Die 7 werden, denke ich, wieder eingefangen. The little promenade is over. The group has been overhauled. Oh, der ist auch schon soweit. Und irgendein Motorrad wird auch gerade vom Gendarmerie-Motorrad mal wieder geblockt. Und ja, und dann passiert sowas. Erst von Gendarmerie-Motorrad geblockt und dann vom Feld eingeholt. Und das war's für das Motorrad. So, Belletta ist nochmal unterwegs. Diesmal ist er ganz vorne. Kann aber nicht mehr. Beiden werden auch, glaube ich, noch gejagt. There's a few riders jockeying for position at the front. Ja, Tiberi versucht es jetzt auch nochmal. Das ist vielleicht wieder. Nee, hat sich wieder freigeschaltet. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Da haben wir hier vorne mal einen Teamkameraden dabei. Acceleration by Fortunato. Ja, Belletta hat keine Rot mehr. Boah, jetzt sind sie zu viert. Und der Abstand wächst, glaube ich, so wie es aussieht. Jojo. Auch zu E2. Also ist unser Teamkamerad weg. Tja, das ist unser Bestplatzierter aus dem Team. Der Manager mir normalerweise eigentlich Beschützer geben, aber naja, macht er nicht.
Da würde ich sagen, ich cut euch das hier raus und kurz vor diesem Sprint hier, wo es dann in die letzten Hügel reingeht, nehme ich euch dann wieder mit rein. So, 28 Kilometer noch bis zum Ziel. Der Sprint kommt gleich. Jetzt seid ihr wieder live dabei. Feld ist auch schon auseinandergerissen an dem Kategorie 3 Hügel. This climb features some dreadful percentages. Alpecin. Ganz kurz vorm Totalausraster schon wieder gewesen. ja, bam, bam, bam. Richtig viele Schläge abbekommen, Alter. Super, danke für nichts. Oh, Greg von Avermaet. Es ist unglaublich, ey. The pack is slowly whittling away the lead. They really are moving. Ey, ich war ganz vorne. Es sind 50 Fahrer vor mir, ey. The escapees have surrendered. The pack gave them no chance. Ja, der lässt mich auch nicht vorbei. Meine Fresse, ey. Kann nicht wahr sein, ey. Ja, dieses Geblocker, ey. Oh. Es ist auch immer, als wenn man einen Magnet im Arsch hat. Ich muss da vorne wieder ran. Hier, bumm, zack, fährt mir der Nächste vor die Karre. Vor allem, er war erst ein Stück weiter links. Nein, er muss noch bis zu mir rüberfahren. Ah, wir sind endlich wieder da, wo wir hingehören. Das ist aber richtig steil hier. Gerade 18%. Dann reißt es jetzt sicherlich das nächste Mal auseinander. Und ich hätte, denke ich mal, viel mehr Gelb, wenn ich nicht vorhin einmal so geblockt worden wäre, dass 50 Fahrer mich überholt hätten. The group is slowly thinning out due to such a frantic pace. Ja, du, Pfeil zurück. Ja, sorry Leute, ich muss hier immer schimpfen. I see a rider with a flat tire. It's happened at a very bad time. Immer wieder gesagt, Positionskämpfe, ja, verstehe ich, ist gut, ist wichtig. Aber Leute, die zurückfallen, die einem dann einen mitgeben, erinnere, dass man dann weiter zurückfällt, das ist völlig inakzeptabel. There are just 15 kilometers left. So, vielleicht kriegen wir ein bisschen Gelb wieder, Wasser brauchen wir nicht mehr. Wir sind auch der letzte Überlebende aus unserem Team. 32 Leute noch in der Gruppe. Kurz bevor ich mich aufgeregt habe, wollte ich eigentlich noch erzählen. Hier auf diesem Flachstück hier, zwischen der Bergwertung und dem Sprint, hat man wirklich gesehen, dass unsere Ebene gepusht werden muss. Da ist so hohes Tempo gefahren worden, dass mir roter Balken abgezogen wurde. This climb is feared und by many auch riders. Eben, ich konnte da gar nicht mehr dran bleiben. There are just 10 kilometers left. A group of riders has come a cropper. But they all look ready to set off again. Greifen wir nicht an. Der auf jeden Fall. Ja, ja! Der schon wieder, dieser McCarthy. Wow, that's one attack that's going to leave a good few in its wake! Oh, jetzt sollen wir erstmal wieder ranhängen. Der ist tatsächlich weg, der eine. 12 Sekunden. Und er hat mir wieder einen mitgegeben. Kilometers remaining. David Goddard is off. Goddard, das ist ganz ungünstig. Weil es richtig gut ist. Ja, es wird wohl auch nichts mit einem Sieg werden. Weil wir einfach zu schlecht sind. Die sind alle viel zu stark für uns. Ja, den Kenner werden wir noch holen. Aber von denen da kann ich keinen mehr kriegen, oder? Oh, es geht ja nochmal hoch. Geil. Das ist natürlich gut, dass es nochmal hoch geht. 95. Vielleicht kriegen wir die doch, der bricht gerade zusammen. And it's a superb sprint win for Pogacar. Bisschen rot ist noch da. Ja, den kriegen wir doch. Top 10 Platzierung hier.
The riders bringing up their rear have made it through sheer willpower. Boah. This stage was gerade so auf Platz 10 rein. Immerhin hier, wenn man sieht, ne, Martinez geschlagen. Ja, wer weiß, wie es mit dem Beschützer gelaufen wäre. Okay, es ist immer noch diese Pause, weil noch nicht 20 drin sind. Da kommt aber der 20. Jetzt können wir durchsetzen. Tja, und da wir eben nur gute Frische hatten, also jetzt bei dem Rennen hier, dann werden wir bestimmt schon jetzt dann bei der Bergetappe durchschnittlich oder unterdurchschnittlich haben, denke ich mal. Das sieht man mal, wie lange das hier noch dauert, bis die ganzen anderen Fahrer reinkommen. Ja, ein ziemlich schlechtes Replay, da kann man ja fast gar nichts sehen. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Cyanide. Ihr müsst aber was machen an den Replays. Die sind teilweise wirklich echt kacke, die Kameraposis. Ja, ist Eddie im Bild. Das können wir uns checken. Ich denke mal, haben wir noch mit mehr oder weniger das Beste rausgeholt. So, wie sieht es denn jetzt allgemein aus? Wir haben wieder jede Menge Plätze gut gemacht. Unser Abstand ist allerdings gewachsen. Und naja, ich hatte es ja gesagt, ne, jetzt kommt dann als nächstes die krasse Bergetappe mit zwei ganz schön heftigen Anstiegen am Ende. Da könnten wir mit Pogacar sowieso nicht mehr mithalten. Und auch Van der Poel wird sich dann hier vorne, ich denke mal, wahrscheinlich sogar aus den Top 10 verabschieden. Ja, da wir 30. werden sollten, haben wir dafür außergewöhnlich bekommen. Das fand der Manager natürlich gut. Ja, Ausreißversuch haben wir nicht gemacht. War vielleicht auch besser. Das Feld hat so den Abstand immer so zwischen 2 und 3 Minuten gehalten. Und dann fährt ja die Gruppe immer relativ dolles Tempo. Und dann hätten wir gar nichts hier gerissen auf der Etappe. Wo haben wir nochmal einige Punkte eingesammelt? Jo, dann hoffe ich, dass ihr euren Spaß mit den 3 Etappen beim Giro Adriatico hattet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, bis dann. Ciao.